Seit 17 Jahren gibt es den Nestle-Schullauf. Im Rudolf-Thon-Stadion kämpften mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler um die Bestzeit bei den Laufwettbewerben. Bei mehr als 35 Grad war beim heurigen Nestlé-Schullauf nicht nur läuferisches Können gefragt, sondern auch ein guter Kreislauf. Im Finale im Rudolf-Thon-Stadion kämpften die jeweils besten 30 ihrer Altersklasse für ihre Schulen. Wir haben 150 Schulen aus ganz Österreich hier mit über 1000 Athleten und Athletinnen, die hier an den Start gegangen sind, und es ist ein Riesenspektakel. Was wird der Sieger bekommen? Soweit ich weiß, bekommen die natürlich Medaillen, Pokale, etliche Geschenke, und die Schulen werden auch prämiert. Also ich glaube, die, was ich so gehört habe, die bekommen auch einen Sachpreis und auch Geldleistungen, je mehr Schüler hier an den Start oder sich qualifiziert haben. Der Sponsor Nestlé vergab nicht nur jeweils 500 Euro für die Schule mit den meisten Finalqualifikationen, sondern auch zum Beispiel Kaffeemaschinen fürs Lehrerzimmer. Dass Erfrischungen und Verpflegung in Form von Cerealien für die Sportler auch dabei waren, versteht sich von selbst. Es gibt viele Süßprodukte von der Firma Nestlé, aber Nestlé sagt, sie wollen auch was Gutes machen. Das heißt natürlich immer wieder viel Sport, viel Bewegung für die Kinder, hört man immer wieder in allen Medien, und da leistet Nestlé schon einen Beitrag dazu, und wir sind sehr froh, dass man einen Partner hat, der dann doch so eine große Sache auf die Beine stellen kann. Ja. Der österreichische Staatsmeister Andi Wolter war als Identifikations- und Motivationsfigur bei den Starts stets mit dabei. Es ist einfach wichtig, gerade solche Veranstaltungen, dass man die jungen Leute zum Sport bekommt. Man sieht ja immer wieder, dass es gerade Schwierigkeiten gibt mit der Bewegung, ist zu wenig in der Jugend und bei den Kindern. Also gerade solche Veranstaltungen sind wichtig, und mich verbindet natürlich eine lange Freundschaft sozusagen mit den Schulläufen, weil ich selber eben dabei gewesen bin, dreimal hintereinander das Finale gewonnen habe. Und jetzt mittlerweile selber Profisportler bin, der zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gefahren ist. Und da will ich natürlich ein bisschen diese Eindrücke teilen mit den Leuten und auch zeigen, hey, ihr könnt es da weitermachen, ihr könnt euch dann quasi in den Profisport weitergehen. Und man sieht schon, es sind einige gute Talente dabei, und ich hoffe natürlich, dass man den einen oder anderen später dann wirklich mal in der Leichtathletik auch weiterhin sehen wird. Kann man die dann auch ansprechen, weiter fördern von der Veranstaltung aus? Ja, sicher. Es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man erkennt, okay, der hat Talent, da merkt man schon, wenn der Schritt passt, wenn die Renneinteilung passt, dass da ein Talent da ist. Bei vielen Leuten ist Gott sei Dank eh schon so, wo man weiß, okay, die sind schon bei einem Verein, die werden betreut, weil das ist einfach mal wichtig, dass da wirklich eine Betreuung von einem Trainer dahinter ist, dass die regelmäßig trainieren auch. Und von dem her ist natürlich eine super Möglichkeit, ein bisschen zu scouten. Und wie gesagt, das ein oder andere Talent werden wir sich in Zukunft noch mal sehen. Du warst gerade die erste von deiner Gruppe. Wie war denn das? Sehr cool. Also ja. Trainierst du in einem Verein? Beim UAB in Wien. Und was sind so deine besten Zeiten? Also ich laufe zwischen 800 und 3000. Und jetzt meine beste Zeit ist eigentlich 2000 Hindernis in 7.11. Wie war denn das heute bei den 35 Grad? Schon heiß, aber das Wetter kann man nicht ändern, und es sind viele Wettkämpfe im Sommer. Also. Wie findet sich der Nestlé-Schullauf prinzipiell? Cool, sehr cool. Also es war heute ziemlich anstrengend, weil es so heiß war, aber es ist sehr cool. Und würdest du wieder mitmachen bei dem Nestlé-Schullauf? Ja, sicher. Super Atmosphäre. Gibt es ein Ziel für die Zukunft? Naja, das nächste Ziel ist erst einmal 20 Jahre feiern. Das heißt, nächstes Jahr haben wir 19 Jahre, und wir hoffen, dass unser Partner auch so lange mit uns mitmacht, dass wir das 20-Jahre-Jubiläum feiern. Das wäre mal das nächste Ziel für uns.